Kommen wir zu der leichtesten Phase im Sith Raid gegen Sion, der Phase 2. Das hier vorgestellte Jedi-Team ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Da gibt es nicht viel zu beachten. Man muss vielleicht den ein oder anderen modtechnisch ein bisschen hochrüsten. G13 hilft natürlich auch, je nachdem, was für ein Ziel man sich setzt, was den Damage-Output angeht. Aber von der Spielmechanik um Welten einfacher wie P1 oder P4 mit den Nachtschwestern. Was gibt's bei den Jedis zu beachten? Im Grunde genommen nicht so wirklich viel. Bastilla Shawn ist bei mir zum Beispiel nur auf 230 Tempo und auf Speed gemoddet. Die macht eh keinen Schaden. Am liebsten würde ich die auch rausschmeißen. Aber ihr zweites Special, das Sammeln, ist doch relativ hilfreich. Ein Siedler Yoda, auch auf mittleren Speed-Mods, den kann man natürlich locker über 300 bringen. Ich modde aber, wie gesagt, im Sith Raid nicht mehr um. Ich spiele mit den Standard-Mods, mir ist das irgendwie zu blöd. Ein Siedler Yoda ist bei mir irgendwo bei 270 oder so. Also, nichts Wildes. Großmeister Yoda, genau, das ist die größte Stellschraube. Hier könnt ihr relativ viel Damage beeinflussen, je nachdem, wie ihr ihn moddet und wie weit ihr ihn geert. Meiner ist jetzt G13, aber nur Reliktstufe 3. Je höher ihr den geert, desto mehr Damage kommt drum. Das ist so der entscheidende Punkt bei dem Team im Grunde genommen. Meiner ist rein auf Offense gemoddet. Ich habe auch auf dem Tempo-Pfeil Offense drauf. Da er mit seiner Basisfähigkeit, die ja am häufigsten eingesetzt wird bei ihm, immer Zugleiste bekommt. Und das ist euer Haupt-Damage-Dealer. Wie man sieht, habe ich Chuli Bindu raus. Mit dem habe ich früher gespielt, jetzt habe ich Redi Ritter Anakin drin. Einfach aus dem Grund, weil ich Chuli nicht wirklich brauche. Seine Revives, ja, ist nett, aber die können irgendwie, zumindest bei mir, nicht wirklich eingesetzt werden, weil er irgendwie immer von Sion fixiert wird. Insofern habe ich da Jedi Ritter Anakin rein, weil er auch G13 ist und weil er einfach auch vom Damage her am meisten beizutragen hat. Und Jedi Ritter Revan finde ich vom Damage her jetzt nicht so der Bringer, muss ich sagen. Allerdings brauche ich ihn einfach aufgrund seiner Lead-Fähigkeiten, aufgrund seines zweiten Special, wo ich einfach Bastilla ganz schnell rufen kann. Und seines Fokus natürlich, klar. Ignorieren des Provozierens nütze ich aber nur, um Sith Assassin kurz mal rauszunehmen. Ansonsten ja, nicht so wild. So, ich habe jetzt mit dem Team, wie ihr seht, aufgrund der Tatsache, dass ich Großmeister Yoda auf G13 gebracht habe, habe ich ungefähr 16 Millionen geschafft. Ist okay, bin ich ganz zufrieden mit. Immer geht mehr, logisch. Ich denke, manche machen da wahrscheinlich locker schon 25 Millionen. Aber ich bin zufrieden damit und möchte euch den Lauf mal gleich zeigen. Vielleicht eine Sache noch davor, bevor es losgeht. Von den Zetas her braucht ihr, also brauchen ist zu viel gesagt. Eigentlich braucht ihr gar nichts. Ja. Das Team funktioniert auch gut ohne Zetas. Je mehr Damage ihr wollt, desto mehr Zetas müsst ihr verteilen, gerade bei Jedi Ritter Revan. Aber ansonsten bräuchtet ihr sie nicht zwingend. Bei den Mods müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen aufpassen bei Großmeister Yoda. Bessere Mods, mehr Damage. Ein kleiner Tipp, gerade am Anfang versucht Großmeister Yoda immer in der Basisfähigkeit einzusetzen, bis ihr Crit-Chance ab drauf habt von Jedi Ritter Anakin oder von Bastilla Shawn im Sammeln. Erst dann würde ich eventuell das dritte Special benutzen. Jedi Ritter Revan sollte, wenn er als erstes drankommt, nicht direkt den Fokus auf Sion setzen, sondern erst seine Meisterstratege ausführen, also seine zweite Special-Fähigkeit und damit Bastilla Shawn Zugleiste geben, damit die ihr Sammeln ausführen kann, direkt auf Großmeister Yoda. Und erst dann wird Yoda seine Buffs verteilen. Und danach kommt Jedi Ritter Revan mit Fokus auf Sion. So könnt ihr einfach maximal, gleich am Anfang, maximalen Damage rausholen. Ansonsten war es das eigentlich. Wie gesagt, ist relativ easy, das Team. Für jeden machbar, denke ich. Und deswegen zeige ich jetzt einfach das Video. Vielleicht inspiriert es den einen oder anderen. Viel Spaß!